Hallo liebe Trader-Kollegen, wir schauen uns jetzt hier schnell drei Aktien an, die interessant sind, die ja eine in sehr trendstarke momentan, das wäre einmal die Linde, dann die Deutsche Post und Rational, der Küchenhersteller für Küchengeräte, Dampfgaren in die Richtung. Bitte beachtet meinen Risikohinweis, meine Markteinschätzungen sind kein Anlagehinweis, keine Anlage. Empfehlung, ja. Mein Name ist Jürgen alias Gorilla Trader und ich bin privater Trader und Investor. Also ich unterliege keinem Korsett, dass ich hier irgendwas verkaufen muss. So, wir beginnen hier mit der Deutschen Post, die ich ja schon in einem anderen Video in der Vergangenheit bei den Aktien vorgestellt habe. Die ist interessant aus diesem Bereich heraus. Ihr könnt das Video noch anschauen bei rund 26,53. Dieser Bereich wurde jetzt einmal abgeklatscht. Das ist diese 26,54 rühren aus einem 61er Fibonacci. Ich zeichne euch das schnell ein. Von dieser Aufwärtsbewegung, das Korrekturlevel ist hier die 61,8 Fibonacci. Ich handle sehr viel nach Fibonacci. Das ist für mich das 1x1 in meiner Chartanalyse. Das hat immer eine begleitende Wirkung. So, und jetzt ist es so, wir haben hier die Formation einer inversen Schulterkopf-Schulterformation. Hier haben wir die linke Schulter, hier den Kopf, hier eventuell jetzt die rechte Schulterausbildung. Und hier hätte man jetzt schon bereits zwei Möglichkeiten gehabt, einmal aus dieser Bewegung heraus long einzusteigen. Heute wiederum mit diesem Rücksetzer, mit diesem Überlaufen oder hier schon etwas früher. Nach wie vor ist hier bei der Deutschen Post die Prognose, dass wir hier in erster Linie mal den Punkt 29,41 anlaufen könnten, dann im weiteren Verlauf die 31 Euro. Beim Ausbruch wäre dann hier eine A, B, C, D dann denkbar, hier bei 34,15, und auch bei dem Ausbruch wird dann hier die inverse Schulterkopf-Schulterformation aktiviert und der Zielbereich wäre dann bei 39,43. Das ist mein favorisiertes Szenario unterhalb dieses Bereichs von 26,21 oder letztendlich auch von 23,23 ist diese Idee gestorben. Wir schauen hier uns jetzt die Aktie Rational an. Die Rational ist ja auch schon lange im Depot. Es gibt auch ein Video, wie ich diese Aktie einschätze. Für mich auch hier die Möglichkeit, dass wir hier aus einer A, B gleich C, D hier einen Zielbereich anlaufen könnten bis bei 677. Das wäre mein Ziel. Da würde ich die Aktie von Bord schmeißen. Ich habe dieses Jahr schon die Dividende kassiert. Von, glaube ich, 9 Euro war es pro Aktie. Jetzt ist es so, die Aktie ist hier hingelaufen. Auch das hier war, machen wir es schnell rein, der Bereich eines 61er Fibonacci. Punkt genau. Dort wurde die Aktie dann nach unten abgewiesen und auch dieser Bereich ist Punkt genau ein 61er, ein 50er Fibonacci. Also hier wurde das 61er Fibonacci nicht ganz erreicht. Und dort ging dann die Aufwärtsbewegung. So, und das ist immer so dieses Beispiel. Ich erkläre, man läuft hier wirklich mit letzter Kraft dorthin, hat eine sehr lange Wegstrecke abgespult und dann verliert einen hier die Kraft. Der Markt korrigiert, läuft noch einmal hin, versucht noch einmal diesen Widerstandsbereich zu durchdringen, findet keine Anschlusskäufer oder keine Käufer, die hier bereit sind, schon in den Markt zu gehen. Er korrigiert noch einmal leicht. Und jetzt mit diesem Anlauf hier in diesem Bereich sollte der Markt definitiv so viel Kraft haben, dass er jetzt dieses 61er Fibonacci rausnimmt und hier wirklich sehr explosionsartig hier in diesem Bereich laufen könnte. So meine Einschätzung hier in diesem Bereich. Alternativ wäre hier noch einmal eine ganz kleine Korrektur, aber dann oben raus. Aber ich für meinen Teil denke, entweder laufen wir leicht ein bisschen seitwärts. Wir sind jetzt hier, dreimal haben wir diese Betondecke von unten angebohrt und hier so das übliche klassische und irgendwann zerbricht die Statik dieser Betondecke und der Markt ist frei zur Oberseite hin. Das ist die Rational.
Jetzt haben wir noch die Linde. So, bei der Linde auch sehr interessant, kam hier auch raus auf einer inversen Schulterkopf-Schulterformation. Bei der Linde gestaltet sie sich aber anders. Die Linde ist ja durch die Fusion mit Praxair in der Stellung im DAX von der Bewertung her aufgestiegen. So, und dann ist zwangsläufig, und das war schon vornherein gleich, ich habe da ein spezielles Video darüber gemacht, dass die Fonds jetzt umschichten müssen. Die Fonds müssen Linde aufbauen. Die Fonds, die den DAX 1:1 abbilden, müssen dafür eine andere Aktie, die nach unten gefallen ist, weiß jetzt nicht welche, müssen sie abbauen, um dann die Gewichtung wieder gleich zu machen. Das ist ein Grund, dass ich anführe, warum die Linde-Aktie derzeit so stark steigt. Der zweite Grund ist, dass durch die Fusion mit Praxair natürlich ganz andere Möglichkeiten bestehen und die Fantasie sehr groß ist. Und der dritte Grund, die Linde ist auch jetzt im deutschsprachigen Raum interessant als Dividendengeber, weil wir mehr wie fast 100% der Aktien im deutschen Raum, die zahlen ja nur einmal im Jahr Dividende, was ich wirklich schade finde. Also wenn ich hier so ein, ich sage einfach mal von Siemens oder sonst jemand hier vorne an der Spitze sitzen würde, würde ich eventuell sogar deshalb in den Raum werfen, dass wir wie in den USA 4-mal Dividende ausschütten bei den Unternehmen im verlaufenden Jahr. Und bei der Linde ist es jetzt momentan der Fall. Hier werden mehrere Dividenden im Jahr ausgeschüttet, was wiederum für den einen oder anderen Anleger sehr interessant sein könnte, um hier auf diesen Zug aufzuspringen. Das hier zur Linde. Was ich persönlich auch noch machen würde, wenn ich Finanztitel im Depot hätte wie eine Allianz, die engmaschig beobachten, enge Stops setzen und dann irgendwann einmal im Jahresverlauf oder im nächsten Jahresverlauf 2020 die sämtliche Finanztitel abbauen aus dem Depot heraus, weil man hier doch sehr risikolastig sein könnte mit diesen Titeln. Auch die Wirecard hatte ja heute eine Hauptversammlung. Gucken wir mal schnell, ob wir die hier gleich ranpacken können. Die nehme ich gerade auch noch mit rein. So, ja, wo ist jetzt verschwunden? Hier der Chart. So, die Wirecard sind wir ja auch noch investiert in mehrerlei Hinsicht, im Echtgelddepot mit der Aktie selbst. In anderen Depots habe ich ja auch Zertifikate reingenommen. Also von der Wirecard bin ich nach wie vor positiv überzeugt. Trotz aller Unkenrufe, wir haben hier den Ausbruch über diesen Bereich, über diese Nackenlinie vollzogen, das Pullback ist gelaufen. Der Markt ist jetzt zwar momentan zögerlich, die Volatilität ist anscheinend aus dem Markt rausgegangen und ich gehe davon aus, sollten wir hier den Bereich von 163 nach oben rausnehmen, der ja auch aus dieser inversen Schulterkopf-Schulterformation, die linke Schulterkopf, rechte Schulter, Ausbruch, dann kam diese verflixte 4, die aber diesen Kopf nicht rausgenommen hat, und dann den Zielbereich angelaufen hat, im Bereich von 163 zeitlich verzögert, gehe ich davon aus, dass wir hier bei Ausbruch über die 163 eine sehr starke Trendbewegung werden sehen in dieser Aktie. Vorausgesetzt, die Gesamtmarktlage spielt mit und dort ziehen doch ganz gewaltige, große, dunkle Wolken auf. Auch Draghi, sein Hinweis heute, bestätigt diese dunklen Wolken. Und ja, lassen wir es uns einfach mal abwarten, wie es kommt, was kommt. Und letztendlich suchen wir unser täglich Brot hier in der Charttechnik oder der andere, der Fundamentalist, sucht hier in der Fundamentaldaten sein täglich Brot. Und ich drücke jedem die Daumen, dass ihr mit euren Entscheidungen, die ihr trefft, hier an der Börse auch gutes Geld verdienen könnt. In diesem Sinne, bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.